ganz, ganz herzlich willkommen. Und heute gilt meine besondere Begrüßung meinen morgendlichen Zuschauern. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt schon aus den Augen gucken und habt einen lecker Kaffee vor euch stehen. Weil wir machen jetzt hier diese Spuks fertig. Komm, wir hauen ihn über die Brüstung. Los, komm, 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 komm. Das sind andere Ogres. Sind das diese Ogerhäuptlinge hier? Gibt ihm Saures. Und dann eben hier runter. Großer Querschläger. Aha! Ist er abgestürzt? I love it. Ja, das war fein. Ja, das finde ich gut. Müssen wir jetzt die Skarabäus-Dame erstmal auspacken? Die tun wir jetzt im Teich. Wenn ich recht überlege, die Viecher im Teich sind männlich. Aber meiner ist weiblich. Ja, da kann man sich ja vorstellen, was passiert. Also vor allem in diesem Spiel. Da werden jetzt diese Käfer wahrscheinlich in Massen dem Weibchen hinterherrennen. Also eigentlich ist es ja fies. Dieses Weibchen möchte ich nicht sein. So. Da rennt's. Da rennt's auch, Mädchen, flüchte. Guck, dass du wegkommst. Siehst du, da kommen sie da alle hinterher. So ist das mit den Jungs. Ne? Ja, da guckst du denn. Da kannst du mal gucken. Da kannst du mal gucken, wie ihr euch manchmal verhaltet. Ja, da bist du fassungslos, ne? Da rennt eine Frau vorne raus und die ganzen Jungs rennen hinterher. Tja. Ah! Oh, aua. Okay. Ach du Jesus. Wo ist denn da vorne und hinten? Na, das wird schon, das wird schon. Oh, naja, fast wird's. Also gut. Prophet ist halt keine Autofahrerin. So, jetzt lass noch mal gucken. Da muss ich lang. Muss ich da lang? Und jetzt muss ich da lang. Das ist verwirrend. Ich fahre jetzt... Ah, nee, das war jetzt zu viel. Prophet ist von Kontrollpunkt Echo 9 aus Richtung Norden unterwegs. Ja, ich hoffe, dass Richtung Norden richtig ist. Abfuhr 1, Sie haben Feuer erlaubt. Ach, ihr könnt mich mal... Da waren doch diese netten Gespräche. Also gehen wir noch mal ganz zurück. So, noch ein ganzes Stück zurück. Und jetzt gucken wir, ob Shell, ob die uns was erzählen. Jo. Warte mal, bin ich in die falsche Richtung? Wahrscheinlich bin ich in die falsche Richtung. Da wollte ich doch gar nicht hin. Hallo, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich ein wenig verpeilt. Jetzt aber. Jetzt haben wir die richtige... Nein, wir haben immer noch nicht die richtige... Entschuldigt. Oh, ich könnte mich totlachen. Was treibe ich denn jetzt schon wieder? War das denn jetzt in den Ruinen nicht schon schlimm genug?